Nach einer über zweijährigen Corona-bedingten Pause soll es am 9. April eine Neuauflage des Warnemünder Turmleuchtens geben. Während in den Jahren vor der Pandemie rund 80.000 Zuschauer das Spektakel verfolgten, soll die Besucherzahl bei der verspäteten Neujahrsinszenierung aus Sicherheitsgründen diesmal beschränkt werden. Wie die Veranstalter auf eine Pressekonferenz am 17. März in der Vogtei Warnemünde mitteilten, sind nach derzeitigem Stand 25.000 Gäste zugelassen. Erstmals wird der Veranstaltungsbereich eingezäunt und ein Eintritt erhoben. Aufgrund des Einflusses von Corona haben wir drei Veranstaltungsbereiche entwickelt. Zwei Veranstaltungsbereiche für Besucher, Gäste auf der Seepromenade, ein größerer Veranstaltungsbereich am Strand. Wir haben aufgrund der erhöhten Anforderungen an Sicherheit, Hygiene, einen Ticketverkauf vorbereitet. Also die Veranstaltung ist erstmalig kostenpflichtig. Im vorderen Bereich der Seepromenade werden 8 Euro pro Ticket fällig. Im hinteren Bereich, also Richtung Neptun Hotel, 6 Euro. Und am Strand zahlt man 4 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Und diese Gelder werden letztendlich für die Realisierung dieser Veranstaltung genutzt und bitten da einfach auch bei allen um Verständnis. Aber alles andere wäre alternativlos, dann hätten wir die Veranstaltung so in dieser Form womöglich nicht durchführen können. Die Kosten für die neue Feuerwerks-, Laser- und Musikinszenierung liegen bei insgesamt rund 200.000 Euro. Auch diesmal wird es ab 17 Uhr ein Vorprogramm geben. Die eigentliche emotionale Inszenierung startet um 19.30 Uhr unter dem Motto Zusammen. Diesmal werden nur Live-Versionen der ausgewählten Musiktitel zu hören sein. Uns wurde jetzt ganz viele Monate die Möglichkeit nicht gegeben, zu Live-Konzerten zu gehen. Und deswegen habe ich da alle Songs, die gespielt werden während der Inszenierung, sind Live-Aufnahmen von Konzerten von Künstlern. Also nicht platt als MP3, sondern wirklich bei Live-Konzerten, was noch ein besonderes Gefühl auf der Promenade und am Strand erzeugen wird. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Der traditionelle Live-Act auf der Bühne kommt vom Bad Doberaner Max Zeug, der gemeinsam mit der Band Bad Penny den Springsteen-Song The Rising präsentieren wird. Den Besuchern wird empfohlen, den öffentlichen Nahverkehr für die Anreise zu nutzen. Wir haben in diesem Jahr eine Besonderheit, die Bahnhofsbrücke wird repariert. Sie wird also verengt auf 2,60 Meter. Daher bitten wir alle Besucher, die die S-Bahn nutzen, am Bahnhof Warnemünde-Werft auszusteigen. Eine Beschilderung leitet sie dann entsprechend zum Veranstaltungsgelände. Ansonsten ist der Takt der S-Bahn verdichtet, zur Anreise alle 15 Minuten, zur Abreise ebenfalls. Auch die RSAG wird operativ entsprechend die Busse im Takt verdichten und auch die Fähre Richtung Hohe Düne wird entsprechend vorbereitet sein, damit sowohl die Anreise als auch die Abreise unbeschwert für unsere Urlauber, Gäste und Einheimischen funktionieren kann. Bereits ab dem 7. April wird es auf der Warnemünder Promenade die Möglichkeit zum Flanieren und Dinieren geben. Hier werden 35 Gastronomiestände vielfältige kulinarische Angebote bieten. Tickets für das Turmleuchten gibt es ausschließlich im Vorverkauf unter www.mvtickets.de, in den Touristinformationen und an den bekannten Vorverkaufsstellen.